Aloha, ihr Lieben, ich begrüße euch auf meinem Kanal. Schön, dass ihr da seid. Es ist soweit, mein letztes Reading. Ja, mein letztes Reading für die nächsten Wochen. Ich bin auf Reisen und ich gebe euch trotzdem, trotz aller Vorbereitung und all dem, was da so im Hintergrund bei mir persönlich jetzt los ist, noch ein letztes Reading mit auf euren Weg. Ja, ich bin auf meinem Weg und auf meinen Wegen. Und ihr seid ja alle auf eurem Weg und irgendwo gehen wir auch alle zusammen. Und da wollen wir mal schauen, ja, was begegnet dir da in den nächsten Wochen im Monat Mai? 1, 2 oder 3, das ist deine Stapelwahl. Den Rest machen wir dann live vor der Kamera, aber nur mal, dass ihr was auswählen könnt, wenn ihr es denn wollt. Ja, ich bin immer ein Fan, wirklich einen Stapel zu wählen und dann das auch anzunehmen, was die geistige Welt uns da anbietet. Jeder macht das anders. Es gibt auch Leute, die sagen, hey, hör dir doch am besten alles an. Ich persönlich würde euch hier wirklich empfehlen, wählt einen Stapel, eins, zwei oder drei und dann geht wirklich mit dieser Botschaft, die ihr da bekommt, ja, weil das hat einen Grund, dass ihr diese Botschaft bekommen habt und eben nicht noch zwei, drei, vier oder fünf nebenbei. Okay, wähle deinen Stapel, wenn du mehr Zeit brauchst. Dann einfach kurz die Pause-Taste drücken und ansonsten findet ihr den Zeitstempel da unten in der Box. Genau so sieht's aus. Auf geht's. Stapel Nummer 1. Wenn du dich für den ersten Stapel entschieden hast, was begegnet dir im Monat Mai? Wir schauen einmal rein. Ich lege jetzt natürlich noch ein paar andere Karten mit dazu. Ein Monat ist lang und wir wollen einmal schauen, welche Energien begegnen dir? Was kommt, was geht, was passiert da so, wie fühlst du dich währenddessen? Wir schauen mal. Öffne dich für die Botschaft. Einfach mal zuhören, annehmen, laufen lassen. Was passiert? Es wird hier eine Lösung geben. Wenn es ein Problem gibt, was du schon länger mit dir rumschlägst, ich kriege da gerade rein Wohnungssuche, das ist ein Beispiel. Ja, nicht jeder sucht jetzt eine neue Wohnung, aber als Beispiel, symbolisch und für einige vielleicht auch tatsächlich, es wird eine Lösung geben. Du wirst die Wohnung finden. Ja, friedliche Lösungen legen sich hier rein. Etwas kommt zu einem Abschluss, endlich. Etwas, mit dem du dich schon eine ganze Zeit lang beschäftigst. Sei es jetzt im Kopf, innerlich oder auch im Äußeren. Im Äußeren können das, was weiß ich, Renovierungsarbeiten sein, eine Doktorarbeit oder überhaupt jetzt vielleicht Bachelor, Master. Ja, du machst ein Studium, bist da ewig mit beschäftigt, du hast zu tun, lernen, machen, tun. Ja, das kann, was kann das noch sein? Keine Ahnung. Ja, im Inneren können das auch einfach Glaubenssätze sein, die hier aufgelöst werden. Ja, Glaubenssätze, Blockaden, der Meilenstein, der nächste Meilenstein, den man endlich erreicht. Wir haben hier die Karte im Wandel. Du bist im Wandel gewesen. Die Karte ist auf dem Kopf. Das heißt, das zeigt auch bereits vergangene Gegebenheiten an, ja, und du bist in den letzten, ja, Monaten, Jahren sehr viel unterwegs gewesen im spirituellen Sinne, ja, da ist viel passiert, du hast vielleicht Workshops mitgemacht, viel mit Heilung, Aufstellungsarbeit und so weiter und so fort, Karten legen, vielleicht eine Therapie, Yoga, Meditation und das kommt hier endlich zu einem schönen, ich nenne es jetzt mal Abschluss. Ich meine, das Leben geht immer weiter. Ja, man löst ein Problem und dann kommt irgendwann auch wieder ein neues. Aber grundsätzlich liegt hier für dich ein sehr schöner Monat. Wir haben hier also tatsächlich die Karte Schönheit liegen. Ja, du wirst die Dinge, das Glas eher halb voll sehen als halb leer. Auch wenn du ein kritischer Geist bist, auch wenn du vielleicht eher pragmatisch unterwegs bist und vielleicht sogar auch eher so ein bisschen, ja, ich sag mal, realistisch oder auch teilweise pessimistisch. Im nächsten Monat wirst du die guten Seiten der Dinge und auch der Menschen sehen. Das wird einfach so passieren. Das kommt einfach so. Vielleicht kennst du dich selber nicht so, vielleicht überrascht es dich auch selbst. Aber es wird so sein. Wart's mal ab. Manchmal
geht man erstmal, wenn man sich sowas anhört, hier so ein Orakel, nicht ganz in Resonanz, oder? Manchmal denkt man so, also ob ich das jetzt so glauben kann und irgendwie, ich weiß auch nicht, aber ne? Aber wart's mal ab, deshalb ist es ja ein Kartenlegen. Wir lesen hier die Zukunft. Die Dinge, die hier liegen, die kannst du teilweise noch gar nicht wissen. Ja? Also insofern lass dich mal überraschen. Du wirst dich selbst auch viel liebevoller, dir selber viel liebevoller begegnen, dich auch viel liebevoller ansehen. Oft sind wir ja sehr kritisch mit uns selbst. Ich bin zu dick, zu dünn, meine Haare sind irgendwie flatterig. Ja, ich habe Akne, ich habe, was weiß ich, Neurodermitis, Heuschnupfen, meine Nase ist zu lang, ich werde immer älter, ja, meine Haare werden dünner, Falten und so weiter, Pigmentflecken. Aber du wirst dich selber in einem ganz anderen Licht im nächsten Monat betrachten können. Ich sage mal bewusst können, weil das muss man auch erstmal können. Ne? Und ja, weil du eben viel abarbeitet hast. Und das zahlt sich jetzt alles aus. Schau mal, was noch kommt. Ja, alles, was so getäuscht war, ne? Täuschung, Lug, Betrug, Unehrlichkeit, das geht raus. Es geht alles raus. Es ist wunderschön. Stapel Nummer 1, ihr könnt euch wirklich, und ihr kennt mich, ich bin ehrlich, ja, ihr könnt euch wirklich auf einen schönen Monat freuen. Alleine nur die Karte friedliche Lösung, ja, Versöhnung, oh, schaut euch das an, gesegnet, ja, du bist gesegnet, der nächste Monat ist gesegnet, ja, das wird ein ganz toller Monat für euch, wartet's mal ab, ja, die gerade auf Wohnungssuche sind und so weiter und so fort, da kommt was Schönes. Da kommt was Schönes, das liegt schon im Feld und du wirst es anziehen. Ah, oh, und jetzt kommt sogar noch die Karte, ja. Also, ich meine, hallo, besser geht's nicht. Ich lasse das einfach mal so stehen, kurz und schmerzlos. Ihr kennt mich, auf den Punkt. Ich bin kein Fan davon, da jetzt so riesen Geschichtsbücher zu schreiben, auch wenn das vielleicht manchmal schön ist, zuzuhören und ne, man verliert sich dann so in Gedanken. Ja, manchmal fließt es bei mir auch etwas länger raus, das stimmt schon. Aber in der Regel bin ich eigentlich eher so, bin ich nämlich auch tatsächlich ein Pragmatiker, ja, auch wenn ich Kartenlegerin bin, aber ich mag es gerne klar und auf den Punkt, ja. Und dann kann man sich das auch behalten und dann kann man sich auch was mitnehmen und kann damit wirklich arbeiten. Als wenn ich euch da jetzt, wer weiß was, über eure Kindheit erzähle und wieso, weshalb, warum etwas wahrscheinlich so gewesen ist, es ist, dann hat man das vielleicht irgendwo verstanden, aber es muss ja trotzdem auch, wisst ihr, all diese Workshops, all diese Ausbildungen, all die Kartenlegen, die wir uns angehört haben, schaut mal, wie viel Zeit da drauf geht, aber das muss ja auch mal gelebt werden können. Ja, all dieses Wissen auch, all diese Wünsche, ne, die da ja auch, die Sehnsüchte, die da ja auch hinterliegen, ne? Warum höre ich mir sowas an? Und ich fordere euch auf, geht raus, lebt euer Leben. Ja, das Leben findet da draußen statt. Also, in diesem Sinne, raus geht's mit euch. Da wartet was ganz, ganz Schönes. Ich wünsche euch einen wunderschönen Monat Mai und wir sehen uns dann im Juni wieder. Stapel Nummer 2. Wenn du dich für die 2 entschieden hast, wir schauen mal rein. Was kommt auf euch zu? Entscheidungen, eventuell auch Abbrüche, etwas abbrechen. Ah ja, Entscheidung, 2 der Sterne, habe ich ja gesagt. Ja. Hier werden Entscheidungen getroffen. Und eventuell lässt man etwas los. Es muss nichts Schlimmes sein, vielleicht einfach nur eine falsche Vorstellung, eine Idee. Oder auch eine Dreiecksgeschichte. Liebeskummer, einen Menschen, vielleicht auch eine falsche Idee, die man über jemanden hatte, dass man gedacht hat, das ist mein Seelenpartner, meine Zwillingsflamme, meine Dualseele. Und jetzt erkennt man plötzlich, nee, doch nicht. Ja, hier wird was losgelassen. Verbindest dich mit deinem Spirit-Team. Ich wollte noch hier. Ja, Erzengel Michael liegt hier. Mit seinem Schwert, alle Bänder, alle Ketten, ja, verfahrene Situationen, Menschen, Erinnerungen, alles, was dich an die Vergangenheit bindet, auf eine negative Art, auf eine nicht förderliche Art, vielleicht sogar eine toxische Art, darf hier gehen, ja, damit du wieder in deine Kraft kommst, Stapel Nummer 2, weil da warst du nicht. Ihr wart nicht in eurer Kraft in den letzten Wochen, Monaten. Ist so.
Ihr wart nicht in eurer Kraft, ihr wart eher passiv, ihr habt abgewartet, ihr habt wahrscheinlich keine Entscheidung getroffen, weil ihr es nicht konntet, nicht wolltet, vielleicht auch nicht musstet. Heutzutage wird einem ja auch sehr viel abgenommen. Ja, ist auch ein Problem. Man muss auch gar nichts mehr entscheiden. Ja, es gibt Leute, die leben Hartz IV in der dritten Generation, ne? Kommen trotzdem irgendwie über die Runden. Irgendwie kommen sie klar. Und es ist auch alles da. Die haben Fernseher, eine Waschmaschine, vielleicht sogar einen Trockner. Ja? Ich kenne jetzt nicht so die neuesten Regeln. Es ist nichts für ungut, ne? Versteht mich hier nicht falsch. Ich will nur darauf hinaus, es wird uns in unserer Welt, in der wir leben, ich rede jetzt von uns hier, Deutschland, Österreich, Schweiz, einfach sehr viel abgenommen und das wird uns auch sehr viel leicht gemacht. Und ja, da ist man eben nicht unbedingt so in seiner Schöpferkraft. Da darfst du aber wieder reinkommen, Stapel Nummer 1. Du darfst auch ein neues Kapitel aufschlagen, hier mit der 1. Ja? Komm in deine Kraft. Das ist Power, Young-Energie, männliche Energie, Schöpferkraft, Manifestation, der Magier. Ja? Einfach mal so ein bisschen rumzaubern, probieren und sich ganz, ganz wichtig von allem, was dich an die Vergangenheit bindet, im negativen Sinne, lösen. Ja, Erzengel Michael ist hier nicht umsonst gefallen. Deine Affirmation ist, ich bin stark und stehe unter Erzengel Michaels Schutz. Ja, hier geht es um Kraft, um Mut, Entscheidungen, ja, einfach mal machen. Es gibt keine Fehler in dem Sinne. Wir lernen und wir wachsen ja immer. Hm? Und ja, solltest du dich hier in so einer Dreiecksgeschichte befunden haben, drei der Schwerter, raus, cutting cords, schneid es durch, wusch, bringt nichts mehr, weg damit, treffe die Entscheidung, weil es liegt jetzt an, es muss gemacht werden. Nicht länger auf die lange Bank schieben, sondern wirklich machen, ja, mach's einfach. Und ich glaube, ihr habt euch lange hinter diesen, das hört sich jetzt vielleicht auch schon wieder, vielleicht triggert das jetzt den einen oder anderen, aber ich sag's jetzt einfach mal so, ne, wir haben hier die Karte Verliebtheit auf dem Kopf. Vielleicht habt ihr euch lange dahinter versteckt. Ja, aber er ist so toll und ich bin aber so verliebt und irgendwie, ich spüre es doch und ich glaube, das war so wichtig. Ja, das mag ja auch sein, dass das alles wichtig war und dass er ein toller Typ ist und dass du sehr verliebt gewesen bist, aber du darfst jetzt in die Heilung gehen. Ja, und ich heile nicht, wenn ich mich in so einer Situation befinde, in einer Situation der drei der Schwerter, in einer Dreiecksgeschichte, beziehungsweise es muss auch nicht immer Dreiecksgeschichte sein, ja, es geht hier einfach nur darum, unglücklich verliebt gewesen zu sein, vielleicht lange, lange Jahre hinter jemandem hergetrauert haben, Jahre. Ja, ich habe letztens von einer Freundin oder Bekannten länger nicht mehr gesprochen und da hat sie mir jetzt eine Sprachnachricht gemacht und hat mir erzählt, ja, und ich hatte ja auch mal was mit dem und dem und der hat mir dann irgendwann mal nach einem halben Jahr gesagt, er muss das jetzt abbrechen, es tut ihm so leid, aber er ist noch nicht über seine Ex-Freundin hinweg. Und sie dann so, wie Ex-Freundin? Was für eine Ex-Freundin? Wie lange seid ihr denn nicht mehr zusammen? 4,5 Jahre. Ja, 4,5 Jahre. Immer noch nicht drüber hinweg. Ja, aber ich bin doch so verliebt. Sie war so toll. Ja, sie ist meine Seelendualpartnerin, whatever. Und das bringt aber nichts. Ja, wenn du seit 4,5 Jahren nicht mehr mit deiner Ex, mit deinem Ex zusammen bist, dann lass es jetzt bitte los. Denn die Heilung liegt ja da. Es liegt ja da. Es möchte ja kommen zu dir. Ja, das Universum möchte ja, dass du dein Hals, dein Herz wieder flickst. Nur wie gesagt, ob jetzt Dreiecksbeziehung oder einfach unglückliche Liebe von vor 10 Jahren und vielleicht auch die Tendenz, sich immer in jemanden zu verlieben, der nicht erreichbar ist. Ja, da steckt ja auch was dahinter. Ich meine, das ist auch klar. Das würde jetzt aber hier den Rahmen sprengen. Wenn du wissen möchtest, was steckt dahinter, ich meine, ihr könnt mich erreichen für PTs. Ja, ich nenne es jetzt mal PTs im Sinne von Kartenlegen, persönliche Legung. Allerdings nicht nächsten Monat, ja, weil da bin ich unterwegs. Da kann ich höchstens mal so ganz kurz WhatsApp was machen und das mache ich auch, das werde ich auch machen. Ich nehme ein paar Kartendecks mit, aber wirklich nur ganz, ganz wenig, vielleicht auch sogar nur das Tarot, ich muss mal schauen. Es geht einfach darum, dass wir uns erlauben, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ne? Ich sage es nochmal, hier steht, die Nummer 1 steht für einen Neuanfang, Kapitel 1.
nochmal ganz zurück auf Null sozusagen. Ja, Schöpferkraft, der Magier. Und darum geht es. Und es geht nicht mehr darum, hier irgendwie im Drama festzuhängen. Ja, und zu sagen, ja, aber. Nee, nicht ja, aber. Nein. In diesem Sinne, das ist dein Orakel für den Mai. Nimm's dir mal mit, auch wenn das jetzt vielleicht nicht das ist, was du erwartest oder sogar gewünscht hast, aber nimm's dir trotzdem mal mit. Wenn hier 80, 70% stimmig sind, dann ist das dein Orakel und dann hat das was mit dir zu tun. Ja? Stapel Nummer 3. Stapel Nummer 3. Schön, dass ihr da seid. Wir schauen mal rein. Was bringt dir der Monat Mai? Oh, hier kriege ich Überraschung rein, Abenteuer, Dankbarkeit. Aha, vielleicht auch ein König der Stäbe, der hier ins Feld kommt für euch. Aus der Vergangenheit jemand. Ein sehr feuriger Mensch. Feurig heißt jetzt nicht unbedingt leidenschaftlich feurig, ja, so der Latino, sondern feurig kann auch sein, der hat Power, der hat Energie, der kriegt die Sachen umgesetzt, die er sich vornimmt. Und da liegt eine Versöhnung. Da liegt eine Versöhnung mit so einem Mann. Kann er dein Chef sein, kann dein Papa sein, dein Bruder, dein Onkel, je nachdem. Ich lese hier für einige Leute. Ja, ich habe jetzt nicht den allergrößten Kanal, aber ein paar sind es ja dann doch, die regelmäßig kommen. Also ich bin auch sehr, sehr dankbar. Ich lese auch alle eure Kommentare, das wisst ihr. Ja. Hier wird was aufgedeckt, hier klärt sich etwas. Und ich sehe in allererster Linie, also die Hauptenergie für euch im Mai ist Dankbarkeit, einfach nur Dankbarkeit. Ich glaube, ihr werdet manchmal euch selber kneifen müssen, weil ihr gar nicht versteht oder glauben könnt, wie gut es euch gerade geht. Solche Phasen gibt es. Wir sind natürlich nicht immer in so einer Situation. Ja, es gibt auch viele schlechte Tage, Tage, wo es nicht läuft, Tage, wo wir genervt sind, müde sind, ausgelaugt, ja, frustriert, enttäuscht, traurig, wie auch immer, zweifelnd. Aber ihr geht hier in die Freude. Also ich spreche ja hier für den Monat Mai. Und da liegt hier sehr, sehr viel Freude, hier liegt Versöhnung, hier liegt das Auflösen von Lügen auch, ja, der schöne Schein. Also da, wo man vielleicht Masken getragen hat oder jemand hat eine Maske getragen, jemand war nicht ehrlich zu dir, hat dir nicht alles erzählt, ja, da kommt wieder Freude rein. Ja, die Schatzinsel, das Lachen, also das sieht hier ganz, ganz, ganz toll aus. Ich lege hier mal, bitte nicht den anderen beiden Stapeln verraten, ich lege hier mal ein paar Engelkarten raus. Aber vielleicht hat es ja was mit der Liebe zu tun, hier mit dem König der Stäbe. Ja, guckt euch das an. Das ist, was ich liebe. Und ich weiß nicht, na, ich meine, das ist irre, oder? Ich habe gesagt, hier kommt Versöhnung rein, Vergebung. Und jetzt liegt hier literally die Versöhnung. Zweimal. Vergeben, vergessen, Schwamm drüber. Wir vertragen uns. Wir machen es einfach. Wir versuchen es nochmal. Romantische Gefühle, ja. Ja, was soll ich da sagen? Was soll ich da jetzt noch sagen? Es ist, liegt hier ganz, ganz klar. Man wird mehr aus sich rausgehen. Das ist deine Energie. Das ist aber auch die Energie, die dir zurückgespiegelt wird. Ja, dass man einfach show your love, right? Also man zeigt dir die Sympathie, die man dir entgegenbringt. Und du selber wirst auch einfach sehr sympathisch auf Menschen zugehen. Ja, vielleicht ist das gar nicht unbedingt so deine Art normalerweise gewesen, aber jetzt eben schon im Mai. Und das kommt alles eben aufgrund, ja, weil du so dankbar bist, weil da so viel Schönes dir widerfährt. Und das ist doch toll, oder? Ich meine, was will man mehr? Was will man mehr? Was will die geistige Welt uns denn noch sagen hier zum Thema Versöhnung, Vergebung? König der Stäbe. Ja, da gab es Streit. Man muss auch dazu sagen, eure Beziehung ist eh sehr special, ne? Ihr kennt euch nämlich schon aus einem anderen Leben. Deshalb war es vielleicht auch so verzwickt und kompliziert alles. Ja, und es gab eine Phase, wo du
auch gar nicht weiter wusstest, ach, der Schwerter, ja, wo du dich irgendwo gebunden gefühlt hast, so nach dem Motto, ja, das ist hier irgendwie eine Sackgasse. Geht nicht vor, nicht zurück. Aber jetzt kommt wieder, kriegst du wieder Rückenwind. Ja, du kriegst Rückenwind, du wirst dich auch sehr wohl mit dir selber fühlen. Ja, da hat sich einfach in deiner Energie was verändert. Du bist nicht mehr abhängig. Ja, natürlich ist es schön, wenn man sich verträgt, wenn man vielleicht es nochmal miteinander versuchen möchte, aber du bist nicht mehr abhängig. Deine Energie hat sich verändert. Du kommst auch sehr gut alleine klar. Ja, und wichtig ist halt, wenn da jemand nochmal auf euch zukommt, ja, jetzt haben wir hier die Täuschung zweimal, schaut genau hin, macht denselben Fehler nicht zweimal. Ja, macht denselben Fehler nicht zweimal, bleibe offen, dein Seelenpartner unterscheidet sich eventuell von deinem normalen Typ, ja, Typ in Anführungsstrichen, und deinen Erwartungen. Also es kann durchaus sein, dass der dann wirklich der Richtige für dich ist, dass das jemand ganz anderes sein wird, ja? Weil auch das ist eine Möglichkeit, auch so kann man diese Karten legen. Man kann auch hingehen und sagen, du wirst es endlich schaffen, über eine alte, verflossene Liebe, König der Stäbe auf dem Kopf, endgültig hinwegzukommen. Ja, du wirst die Vergangenheit hinter dir lassen, du wirst dich aufmachen zu neuen Ufern, es hat lange genug gedauert, die Schildkröte, Langsamkeit, ja, aber du bist jetzt endlich ganz bei dir. Ja, du bist alleine glücklich. Wir hatten hier zwischendurch auch die Karte mit der Selbstliebe. Ja, love yourself first. So kann man das auch lesen. Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, auch teilweise, das fällt mir auch bei anderen auf übrigens, wenn ich das mal so sagen darf, ein bisschen Feldkritik. Es kommt wirklich auch darauf an, was man sagen will. Ne? Manchmal hat der Kartenleger ja auch so eine bestimmte Botschaft, wisst ihr, was ich meine? Und da merkt man dann so richtig, der versucht jetzt diese eine Botschaft auf das Blatt drauf zu bappen. Ja? Ist eigentlich nicht okay. Ist eigentlich nicht okay. Aber anyways, das ist jetzt nur mal so eine kleine Randnotiz. Du wirst dich hier mit etwas versöhnen oder mit jemandem. Entweder das eine oder das andere. Beides ist doch toll, oder? Es ist toll, wenn man sich wirklich mit jemand aus der Vergangenheit versöhnen darf, wenn das nochmal dir gegeben wird, wenn das nochmal ins Feld kommt. Aber genauso schön ist es doch auch, wenn man sagen kann, oh, ich habe das Kapitel jetzt hier endlich in Frieden abgeschlossen. Ich bin da jetzt okay damit. Ja, er will mich nicht. Alles klar, ich habe es verstanden. Adios, goodbye, auf Wiedersehen. Punkt. Es ist beides schön. Es ist beides schön. Es sind zwei ganz unterschiedliche Geschichten. Ja, ganz unterschiedliche Geschichten. Auch mit einer ganz unterschiedlichen Zukunft natürlich dann auch dementsprechend. Aber beides ist ja letztendlich okay. Und deshalb, also... Deshalb sagen wir ja immer, es ist ein allgemeines Reading und bei dem einen kann es so und bei dem anderen kann es anders sein. Vergesst das bitte nicht. Ja? Denn wenn ich gesagt habe gerade, ja, manchmal die Kartenleger versuchen dann so ihre Geschichte auf die Karten zu bappen. Ja, und das machen aber die, die zuhören, auch gerne. Ja, die fangen dann an, sich das so zu drehen, Hauptsache es passt. Ja, Hauptsache die Botschaft ist positiv. Ja, aber manchmal ist die Botschaft vielleicht eben nicht positiv, ja, aber es ist trotzdem deine Botschaft. Okay, in diesem Sinne, ihr Lieben, ich verabschiede mich, ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, lasst mir ein Abo da, bleibt mir treu und ich komme wieder, okay? Ich verspreche, ich komme wieder. Ciao.